Rallye-Queen muss gut Motorrad fahren können, das ist klar. Aber 70% davon, damit sie überhaupt der Car erreicht, das macht einmal die psychische Stärke aus. Schnell fahren wird sie wahrscheinlich nur die ersten 20 Kilometer und dann wird sie sich wahrscheinlich 10-mal überschlagen. Deswegen muss man wirklich auch trainieren, langsam anzufangen, konstant jeden Tag sein Tempo zu fahren, seinen eigenen Rhythmus gewohnt zu werden und doch flott zu fahren und nebenbei zu navigieren. Das ist das Schwierige. Die Africa Race ist sicher nicht einfach, aber ich denke mal, allein das Drumherum, da muss man dabei sein. Das ist Wahnsinn, vor allem die Chance, in so einem professionellen Team mitzufahren, die bekommt man einfach nicht einfach so. Das ist halt wirklich etwas, wo du sagst, bam. Meine Willensstärke, die wird mir nach Dakar bringen. Wie geht's mir dabei? Eigentlich immer schlechter. Umso näher der Zeitpunkt kommt, umso nervöser werde ich, umso ja, unsicherer. Es ist keine Spazierfahrt, es ist keine Kaffeefahrt, es ist wirklich extrem in jeder Hinsicht. Es ist wirklich nicht ohne. Das Eltern, die Angst fährt mit und es wird sicher eine wahnsinnig aufregende Zeit werden. Aber so wie die Julia, sie bereitet sich jetzt sehr vor, sie trainiert hart. Ich habe ein gutes Team hinter mir und einen erfahrenen Rallye-Fahrer, der Chris Horvath, der ist ja mein Teamkollege. Der steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Und natürlich so, Kondition, Kraft ist natürlich jetzt tägliches Programm. Ne? Wir sind fest davon überzeugt, dass die Julia sich ganz exzellent schlagen wird und wir drücken ihr alle Daumen im Hause immer. Fährt nach Dakar fahren, ist doch klar.